dann näher drauf zukommst, dann hast du auch so ein bisschen Kribbeln, weil eine neue Herausforderung auf dich wartet. Du lernst neue Menschen kennen, ein neues Umfeld kennen. Und Werder Bremen ist ja auch ein großer Verein und selber gegen gespielt, ein Bundesligist an sich über Jahre hinweg. Und jetzt kommst du halt dahin und wirst neuer Cheftrainer da. Das ist natürlich was positiv Bewegendes für einen. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ganz Neues wieder, was auf einen zukommt. Bin heute Morgen um 5:45 bin ich aufgestanden, bin von Köln dann hierher gefahren. So alles so getaktet. Es ist halt auch spannend, weil du lernst neue Menschen kennen, einen neuen Umgang. Es war spannend, jetzt hier das Stadion zu sehen mit den Gegebenheiten, die wir jetzt hier haben. Und ja, der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sitzen noch zusammen, wir besprechen uns noch gerade. Aber so das erste Gefühl, was ich habe, ist sehr positiv. Wir haben ja die ganzen Räumlichkeiten jetzt unten auch im Kabinenbereich gesehen, plus Besprechungsräume, Arzträume, Büros. Also klar, jeder Trainer hat so ein bisschen seine Vorstellung, wie er das am liebsten dann zusammenbauen würde. Aber die Räumlichkeiten sind definitiv in super, super Voraussetzungen, um einfach eine Top-Arbeit abzuliefern. Dieses erste Gefühl, ich hatte auch so ein bisschen Respekt jetzt davor, nach dem Abstieg, nach so langer Zeit, dass man vielleicht hier auf Menschen trifft, die noch vielleicht ein bisschen enttäuschter sind in sich. Das Gefühl habe ich jetzt gerade nicht gehabt. Ich habe schon klar irgendwo natürlich so ein bisschen dieses Gefühl, wir sind abgestiegen, das merkt man schon, aber mehr so eine Aufbruchstimmung, mehr okay, das nehmen wir jetzt an, das ist jetzt so und das versuchen wir jetzt dann auf den Weg zu bringen. Das war so mehr dieses Gefühl, was ich jetzt hier aus dieser Zeit, die ich jetzt hier die kurze Zeit, die ich jetzt hier war, so mitnehme. Es war viel. Ich hatte viele getaktete Termine, aber es hat auch Spaß gemacht.